Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement ist der ehemalige Föhler Bürgermeister Harald Plünnicke mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande ausgezeichnet worden. Neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit engagierte sich Plünnicke noch in verschiedenen Gremien, beim Fußball, der Feuerwehr und natürlich in der Partnerschaft mit der Föhler Gemeinde Mustard. Rund 70 Gäste waren zur Feierstunde zur Energie Waldeck-Frankenberg gekommen, die die Feier ausgerichtet hat. Neben Plünnickes Familie auch sein 92 Jahre alter Patenonkel Willi Klink. Herzlich eingehen. Ich nutze die Gelegenheit, auch im Namen von unserem neuen Geschäftsführer Herrn Benz einzuladen, also heute mit uns eine schöne Zeit zu verbringen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und jetzt zunächst einmal die Wahrheit mit der großen in deine Richtung und in die Richtung deiner Familie, liebe Bärbe, herzlich willkommen. In deinem Haus darf man das so sagen. Das werden wir heute, glaube ich, noch ein paar Mal diskutieren und reflektieren können. Es geht darum, Harald Plünnicke heute in besonderer Weise zu ehren für ein sehr umfangreiches, vielschichtiges und vielseitiges Engagement. Und überall haben wir sofort natürlich bei diesen Punkten auch das Zeitmoment im Blick. Es gibt kein Engagement, das nicht in Jahrzehnten zu messen wäre. Aber ich will dir da dazu nicht vorgreifen. Das wird uns in besonderer Weise noch beschäftigen. Aber deshalb heute auch nicht zufälligerweise der Veranstaltungsort hier in Korbach gewählt. Wenn ich so flapsig von seinem Unternehmen spreche, dann kann ich tagesaktuell berichten, dass er mit Herzblut den Aufsichtsratssitzungen heute wieder nicht nur gefolgt ist, sondern sich sehr deutlich zu Wort gemeldet hat und auch die verantwortlichen Entscheidungsträger angemahnt hat, im Sinne der Tradition des Unternehmens, der kommunalen Herkunft dieses Unternehmens zu denken und auch die weiteren strategischen Entscheidungen soweit anzustoßen. Er ist noch im Dienst, wenn man das so sagen darf. Also heute bitte keine Verabschiedung. Ich begrüße die Familie, die liebe Ehefrau Bärbel, herzlich willkommen, den Sohn Thomas und ich freue mich in besonderer Weise, den Patenonkel Herrn Klink begrüßen zu dürfen, im zarten Alter von 92 Jahren. Herzlich willkommen und im Nachgang herzliche Gratulation zum Nachwuchs des Urenkelkindes, wieder geboren worden vor kurzer Zeit. Und das fügt sich, glaube ich, ganz gut auch zum heutigen Anlass dazu. Ich freue mich, dass... Doch, dein Vater. Ist doch mal groß geworden. Sie war noch entschuldigt. Gut, dann ist die Familie komplett. Auch da die Tochter, herzlich willkommen. Melanie mit Partner. Zugegen, das freut uns in besonderer Weise. Ich freue mich, dass das Land Hessen einen wirklich herausragenden Vertreter entsandt hat, der Regierungspräsident. An der Stelle darf ich lobende Worte formulieren. Das mache ich aber auch gerne, weil der Regierungspräsident tatsächlich die Tradition des einen Amtsvorgängers fortsetzt, den wir natürlich nur unter uns haben, die Nähe in die Region auch sucht, immer wieder vor Ort ist und das Ohr am Gleis hat. Das zeichnet in besonderer Weise aus. Deshalb freue ich mich sehr, dass der enge Terminplan es ermöglicht hat, heute diesen Termin zu finden. Herzlich willkommen, der Regierungspräsident Marc Weinmeister. Ja, wir haben viele, viele weitere Ehrengäste heute zu begrüßen. Sehen Sie es mir nach, dass es nicht gelingt, jetzt alle sehr persönlich zu begrüßen, aber doch stellvertretend, um so ein bisschen auch den Spannungsbogen zu ziehen. Stellvertretend möchte ich einige ansprechen, weil dann zeigt es gewissermaßen auch die Vita von Harald Plünnicke ist im Nach. Für die Kreisgremien, den Kreisvorsitzenden Rainer Hesse, als Stellvertreter dafür, wo letztlich auch der Schwerpunkt der Aktivität von Harald Plünnicke zu sehen ist. Er war nicht nur im Hauptamt, sondern viele, viele Jahre, ja wieder in Jahrzehnten gemessen, auch ehrenamtlich politisch tätig, ist bis heute wichtiger Ansprechpartner und findet immer wieder auch Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen. Das zeichnet in besonderer Weise auch aus. Er ist darüber hinaus aber auch seine Heimatkommune sehr stark verbunden. Natürlich in der Rückschau, auch als Bürgermeister, ist das wenig überraschend, aber auch da endete seine Aufgabenstellung nicht mit der Aufgabe des Hauptamtes über viele Jahrzehnte. Ebenso, wir haben das
außergewöhnliche Engagement in der Pflege der Städtepartnerschaft, was dort ja auch mit beiträgt zu der heutigen Ehrung. Ich glaube, in diesen Tagen können wir das Thema Völkerverständigung nicht genug betonen. Das Verdienstkreuz nochmal an dieser Stelle persönlich gratuliert. Man könnte fast meinen, Föhl ist gewissermaßen eine Kaderschmiede, wenn es um solche Talente geht. Für die Partnerschaftsvereinigung Föhl-Muschat darf ich Frau Drüner begrüßen, die seit vielen, vielen Jahren sich begleitet hat in dieser Aufgabenstellung und auch fast 3 Jahrzehnte den Vorsitz wahrgenommen hat. Ich habe gehört, dass Freunde aus Lippoldsberg zugegen sind und ich habe auch schon viele weitere Mitstreiter aus Föhl gesehen. Sie allen seien ebenso herzlich willkommen. Jetzt springe ich wieder. Wir verlassen die kommunalpolitische Ebene, das Thema der Völkerverständigung und nähern uns jetzt wieder so ein bisschen der Gremienarbeit, der Verbandsarbeit. Den ehemaligen Direktor sehe ich jetzt hier, der ECOM 21, aber wir haben den neuen Nachrücker. Wo ist der Björn Brede? Da hinten. Der muss vielleicht auch nach vorne mal kommen, der darf hier vorne schon mal Platz nehmen. Harald Plünicke ist dort ebenfalls seit Jahrzehnten in den Gremien tätig, hat die Entwicklung dieses Unternehmens nachverfolgt, gerade in den letzten Jahren ein sehr spannender Prozess, wenn es darum geht, Digitalisierung für die öffentliche Verwaltung darzustellen. Das hat nochmal eine deutliche Entwicklung für das Unternehmen gebracht, das sich messen lässt an dem Zuwachs der Mitarbeiter und Mitarbeiter, an den Umsatzzahlen und den Kennzahlen. Und da ist Harald Plünicke für Sie ein sehr verlässlicher und wichtiger Ansprechpartner gewesen in diesen Transmissionsriemen von der rein operativen Ebene hinein in die kommunale Familie, weil das die Kunden, die Sie ja dann auch dort haben. Und wenn ich in die Reihen schaue und die Gesichter mir anschaue, dann ist hier eine ganze Menge Geschichte bei den Fangen. Und zu dieser Geschichte gehört Harald Plünicke in besonderer Art und Weise. Und deswegen sind wir heute auch hier zusammengekommen, um ihm den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, das Bundesverdienstkreuz am Bande, zu überreichen. Liebe Frau Plünicke, liebe Familie Plünicke, wenn jemand ehrenamtlich aktiv ist, nicht nur in seinem Heimatort, nicht nur in seinem Heimatkreis, sondern so wie Harald Plünicke über mindestens 3 Landkreise und 2 Bundesländer, dann macht er schon deutlich, dass da etwas Besonderes im Leben stattgefunden hat. Oder ist er der klassische Grenzgänger, geboren an der Oberweser, eigentlich durch eine geschichtliche Laune, wenn man bedenkt, dass normalerweise Flüsse immer klar abgrenzende Bereiche von Herrschaften waren, ist es schon immer für mich immer etwas Überraschendes und immer wieder Neues, ich sehe, dass wir auch jenseits der Weser, also östlich der Weser, noch hessisches Gebiet haben. Und die Gemeinde Walsburg als Heimatgemeinde, Lippoldsberg, ferner Ratshausen, jetzt aufgegangen mit Oberweser zusammen in der Gemeinde Wesertal, ist natürlich eine Schnittstelle zwischen Niedersachsen und dem nördlichen Teil Hessens. Und deswegen ist auch seine Geschichte nicht nur mit Hessen verknüpft, sondern auch mit Niedersachsen. Er hat eine ordentliche Ausbildung gemacht zum Verwaltungsangestellten. Da ich eine ganze Behörde mit vielen Verwaltungsangestellten leite, weiß ich, das sind alles ordentliche Menschen. Noch nicht vorstellen oder noch nicht auf dem Schirm hatte, dass er mal in dieser Gegend, wo er seinen Wehrdienst und die Bundeswehrzeit abgeleistet hat, dass er da mal seinen Lebensmittelpunkt finden wird. Ist dann beruflich nach der Bundeswehrzeit nach Niedersachsen gegangen, war dort Kämmerer,
hat viele Fortbildungen gemacht, ist in den gehobenen Dienst aufgestiegen, war Bäderchef, habe ich gelesen, und ist also jemand, der eigentlich im anderen Bundesland sein berufliches Auskommen gefunden hatte und, glaube ich, auch ganz zufrieden war. Aber er war natürlich schon kommunalpolitisch aktiv. In Walsburg, im Parlament von 81 bis 89, als Vorsitzender der SPD-Fraktion dort, als Vorsitzender vom Finanzausschuss und dann auch im Kreistag des Landkreises Kassel. Und dann haben die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter der Gemeinde Vöhl im Jahre 1989 darüber abgestimmt bzw. die Hand dafür gehoben, dass er Bürgermeister in Vöhl geworden ist. Und das hat er 24 Jahre lang gemacht. Das wissen Sie alle selbst. Vöhl ist schon eine besondere Konstruktion. Ja. Also man muss sich das vorstellen, also ich brauche es Ihnen nicht zu erzählen, also Sie kennen Vöhl alle viel besser, aber auf einer wahnsinnig großen Fläche, mit wirklich vielen Ortsteilen, dann zu versuchen, gemeinsam diese Gemeinde weiterzuentwickeln, mit nicht immer ganz einfachen finanziellen Rahmenbedingungen, das ist eine Herausforderung. Das ist nichts, was man mal so eben vorbeigehen machen kann. Und dann ist es natürlich klar, wenn man in Vöhl aktiv ist als Bürgermeister, dass man sich dann auch in die Gremien einbringt, die um Vöhl herum im Landkreis Waldeck-Frankenberg versuchen, den Landkreis zu gestalten. Der Landrat hat ja schon einiges gesagt. Und das macht ja auch deutlich, wie die Vielfalt ist. Ich habe ihn kennengelernt. Unser erstes Treffen war 2009. Damals war ich Staatssekretär im Umweltministerium. Und er war Vorsitzender im Bereich des Zweckverbandes Naturpark Kellerwald-Edersee. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Harald Plünecke Vöhl das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, den 16. Dezember 2022, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Lieber Harald, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wenn ihr schon bei der Urkunde so klatscht, was macht ihr beim Orden? So, herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Und da man in diesem Land nichts dem Zufall überlässt, ich weiß, jetzt kommt was. Habe ich jetzt noch die Empfehlung zur Trageweise des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Das habe ich letzte Woche vom Karl-Heinz Stadler schon entgegengenommen. Ja, da steht nämlich genau drin, wie man den Orden zu tragen hat. Und ich sage mal, das ist der Festtagsorden. Ja. Also den trägt man natürlich am Tag der Verleihung oder wenn man Bundespräsidenten zum Frühstück eingeladen ist oder wie gesagt beim Bundespresseball kann man das machen. Aber es gibt natürlich viele Veranstaltungen auch in der Gemeinde Vöhl, in Waldeck-Frankenberg oder woanders, wo du unterwegs bist. Da sage ich, gibt es den sogenannten, ich nenne ihn immer den Alltagsorden, das ist die Spange, die dann auch dich als Ordensträger der Bundesrepublik Deutschland ausweisen soll. Weil wir haben natürlich immer ein Hintergedanken. Wir wollen nicht nur Dank sagen, sondern wir wollen auch eigentlich aufmerksam machen auf Menschen, die sich besonders engagiert haben und vielleicht dem einen oder anderen auch vielleicht darüber nachzudenken, zu sagen, Mensch, was hat der eigentlich gemacht? Oder wäre das vielleicht auch was für mich oder könnte ich mich in Teilen einbringen? Wir wollen dich dann auch als Vorbild
haben für eine, sage ich mal, ehrenamtlich geprägte Gesellschaft. Und ich freue mich jedenfalls, dass ich heute dabei sein kann, die das mal rein kann. Alles Gute, viel Gesundheit und viel Glück für die Zukunft. Vielen, vielen Dank, Marc. Herr Landrat, werte Ehrengäste, liebe Gäste, vor allem aber natürlich auch liebe Familie Pünicke, liebe Bärbel, lieber Harald. Die Antwort auf deine Frage, lieber Jürgen, die kann ich heute nicht geben, aber ich behaupte mal, wenn wir in dem Turnus bleiben, wöchentlich diese Orden bei uns zu verleihen, dann haben wir vieles richtig gemacht. Ich kann nur sagen, die Gemeinde, das ist ja ebenfalls auch angeklungen durch Sie, Herr Weinmeister, ist etwas Besonderes, ja, in vielerlei Hinsicht, nicht nur was das Flächenmaß angeht, sondern auch in ganz anderen Punkten, den Tourismus und sehr, sehr viele positive Aspekte. Und deswegen ist es etwas Besonderes, auch Bürgermeister dieser Gemeinde Föhl zu sein. Ich glaube, Harald, das kannst du mir bestätigen an dieser Stelle. Ja, was bleibt einem nach so einer wirklich wundervollen Laudatio überhaupt noch zu sagen zur Person Harald Pünicke und zu seiner Tätigkeit? Nicht mehr allzu viel. Trotzdem habe ich mich auf die Suche gemacht und habe das ein oder andere gefunden. Und ich darf das an dieser Stelle zitieren, weil diese Worte stammen von ihm selber. Ich bin eckig und kantig, aber geradlinig. Das hat er tatsächlich mal so gesagt, anlässlich seines 20-jährigen Dienstjubiläums als Bürgermeister. Ich kann das bestätigen und ich möchte es noch ein bisschen erweitern. Darüber hinaus bist du hartnäckig und verfolgst ein gewisses Ziel mit einer besonderen Nachhaltigkeit und mit einem besonderen Nachdruck. Und genau das hast du über all die Jahre in all den Positionen, die Herr Weinmeister eben angesprochen hat, wirklich hervorragend hinbekommen, denn nur so kann man in diesen Positionen auch etwas erreichen. Es gehört immer dazu, das Verbindende zu suchen, Stichwort IG Oberweser, Edersee-Wasser an der oberen Weser oder auch im Edersee, aber zur rechten Zeit genau diese Bestimmtheit zu haben und zu sagen, so machen wir das jetzt. Das kannst du. Es ist viel gesagt, der Regierungspräsident, der Landrat Carsten eben mit seinen guten Worten. Und deshalb, meine Damen, meine Herren, versuche ich mal, mich auf seine Arbeit wirklich bei der ECOM 21 zu fokussieren, die du ja schon, in der Verbandsversammlung als Vorsitzender schon seit über 20 Jahren an der Stelle wirklich begleitest. Es war im Jahre 1990, da wurde damals als Bürgermeister, lieber Carsten, der Harald das erste Mal entsandt als Vertreter der Gemeinde Föhn, die Verbandsversammlung der ECOM 1, damals noch KGZ, wie es eben der Marc Weinmeister mit Recht formuliert hat. Damals waren auch die gewissen Gebietsrechenzentren eigenständig und er hat dort schnell seinen Weg gefunden. Und irgendwann ist er dann auch an meiner Vorgänger, den lieben Ulrich Künkel, der hier in der zweiten Reihe sitzt, auch in die Arme gelaufen und sie haben schnell zusammen zueinander gefunden. Und Harald hat in dieser Verbandsversammlung, also der nordhessischen kommunalen Familie, schnell das Vertrauen gewonnen, lieber Uli, und ist zum Vorsitzenden gewählt worden. Wir haben eben schon erfahren von dir, lieber Marc, dass dann irgendwann die Fusion entstand. Und das wirklich als Grenzgänger, wie das vorhin hier so betitelt wurde, eine ganz wichtige Aufgabe zu vermitteln. Und das hast du auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geschafft. 2008, als die südhessischen Gebietsrechenzentren sich zusammengeschlossen schon beschlossen hatten, war die Fusion, die Hochzeit stand an mit dem kommunalen Gebietsrechenzentrum in Kassel. Und da hast du auch sehr viel vermittelt. Du wusstest, mit welchen Menschen muss man sprechen, wo sind noch Sorgen, wo sind Ängste, wie kann man den Menschen an der Stelle begegnen und wie können wir zu einer kommunalen Familie auch im Rahmen der kommunalen IT zusammenkommen. Und somit war es damals ein großer Schritt, ein Schritt, den die ECOM 21 damals gegangen ist, die einzige Gebietsrechenzentrum. Und ich glaube, lieber Uli, wir können das wirklich mit Stolz sagen und auch so heute verkünden. Er hatte großen Anteil dabei und er ist auf die richtigen Menschen zugegangen, hat sie in die Hand genommen und zusammengeführt. Dafür danken wir dir an der Stelle sehr herzlich. Herr Regierungspräsident, lieber Marc, lieber Jürgen, lieber Björn, lieber Carsten, liebe Familie, liebe Freunde, Wegbegleiter, schön, dass ihr alle gekommen seid. Wilhelm Dietzel freut mich ganz besonders. Reinhard Kubert freut mich. Stefan Schaller freut mich. Peter Trautmann, wirklich
alles langjährige Wegbegleiter, habe den einen oder anderen vergessen, aber danke, dass ihr mir, meiner Familie heute hier die Ehre erweist. Denn heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, einer von der Art, wie man sie nicht oft im Leben erfährt. Deshalb bin ich auch froh darüber, dass so viele Menschen, die mir wichtig sind, und das meine ich so, wie ich sage, und die mir etwas bedeuten, gekommen sind, um diesen Tag mit mir gemeinsam zu begehen. Ich bin dankbar und glücklich darüber, dass wir mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande eine so hohe Anerkennung seitens der Bundesrepublik Deutschland zuerkannt wurde. Und ich danke Herrn Regierungspräsident Mark Weidmeister für seine bewegenden Worte. In den Dank schließe ich aber auch gleich Carsten Karlhöfer mit ein, Björn Rede und unserem Landrat Jürgen van der Horst. Ich muss zugeben, dass ich ein wenig neben mir gestanden habe, und das ist auch so, wie ich es jetzt sage, und mich gefragt habe, wer denn da so besonders gewürdigt wird. Eine derartige Fülle von Lob und Anerkennung bekommt man ja üblicherweise nicht zu Lebzeiten, sondern erst im Nachhinein. Aber ich muss auch sagen, dass ich glücklich, ja sogar ein wenig stolz darauf bin, diese hohe Auszeichnung empfangen zu haben. Ich bin auch demütig in diesem Moment, denn mir ist bewusst, dass ich diese Ehrung stellvertretend für viele Menschen aus meinem Umfeld, wie ihr es genannt habt, entgegennehme, die mich bei meinem ehrenamtlichen Engagement unterstützt und begleitet haben und die mir oft erst die Freiräume schufen, die mein Engagement möglich macht. Ich betrachte mich quasi als so etwas wie die Spitze des Eisbergs, die man sieht und wahrnimmt. Aber getragen wird diese Spitze von einer breiten Basis, die unsichtbar ist, ohne die aber alles versinken würde. Die Basis, das seid ihr. Bei dieser Basis möchte ich mich heute ausdrücklich bedanken. Dazu allererst meiner Familie, bei Bärbel und meinen Kindern, unseren Kindern Melanie und Thomas. Liebe Bärbel, ohne dich hätte ich all das, was mein Leben wichtig gemacht hat, nicht schaffen können. Du hast mir immer den Rücken freigehalten und selbst auf vieles verzichtet. Vielen Dank dafür. Auch an euch, Melanie und Thomas. Ihr habt oft auf euren Vater gewartet, gerade als ihr noch jung wart und einen Ansprechpartner gebraucht hättet. Aber auch ihr habt mich immer nach besten Kräften unterstützt. Danke. Danke möchte ich auch allen unseren Freunden in Lippoldsberg und Föhl, länger als Hof zähle ich mal zu Föhl, die mich so akzeptiert haben, wie ich bin. Das ist auch mehr, als man eigentlich erwarten darf. Ich hatte das unglaubliche Glück, immer Menschen in meiner Nähe gehabt zu haben, die mich so nahmen, wie ich bin. So wie du es gesagt hast, Carsten. Dann möchte ich heute auch den vielen Menschen, die mich in meinem beruflichen Umfeld oder in den Vereinsvorständen rückhaltlos unterstützt und loyal begleitet haben. Ihr alle habt Anspruch auf einen Teil der Auszeichnung. Entschuldigung, aber manchmal ist man auch ein bisschen emotional. Die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt, tue deine Pflicht so lange, bis sie deine Freude wird. Ich glaube, das ist so etwas wie die Formel, die ehrenamtliches Engagement erklärt. Pflicht und Freude müssen zusammenfallen, ein und dasselbe werden, dann ist man in der Lage, mehr zu tun, als von einem erwartet wird, um der Gemeinschaft einen Mehrwert zu geben. Das ist keine bewusste Entscheidung. Man steht nicht morgens auf und beschließt, dass von nun an alle Pflichten eine Freude sein sollen. In der Regel erkennt man erst im Rückblick, dass diese Situation irgendwann und unbemerkt eingetreten ist. Aber sie ist das Moment, das uns antreibt und motiviert. Ich bin durch meine Familie
und mein persönliches Umfeld so geprägt worden, dass ehrenamtlich tätig zu sein für mich ganz selbstverständlich war. Von Jugend an, wie du es beschrieben hast. Wenn es das Ehrenamt nicht geben würde oder die Vereine, also jene Organisationsform, in der sich das Ehrenamt am häufigsten manifestiert, dann wäre unsere Gesellschaft ärmer und in sich gespaltener, mehr noch als sie dies derzeit schon ist. Vereine, das sage ich immer wieder, das ist eine gängige Definition, bilden den Kitt unserer Gesellschaft. Und damit dieser Kitt hält und nicht brüchig wird, bedarf es des Vertrauens. Des Vertrauens, das andere in mich gesetzt haben und das ich nicht enttäuschen durfte. Auch wenn die Meinungen einmal auseinandergingen. Ich habe den Vorzug gehabt, fast immer auf Menschen zu treffen, denen die gemeinsame Sache wichtiger war als persönliche Befindlichkeiten. Auch das wurde schon erwähnt. Der Ausgleich, der steckt auch ein und da muss auch einstecken können. Sofern es meine Gesundheit erlaubt, möchte ich auch ein wenig noch weitermachen und im politischen Bereich die laufende Legislaturperiode zum Abschluss bringen. Ich betrachte die hohe Auszeichnung nicht als Schlusspunkt, sondern als Ansporn, dafür weiterzumachen. Aber kürzer treten möchte ich dann doch schon. An diesem Tag möchte ich kurz innehalten und mich über das Etappenziel freuen, das ich hier erreicht habe. Ganz wichtig ist es mir heute, Ihnen, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, lieber Marc, meinen Dank auszusprechen. Es war mein Wunsch, das Bundesverdienstkreuz aus Ihren Händen entgegenzunehmen. Denn wir sind schon eine gute Strecke des Wegs gemeinsam gegangen und kennen und schätzen uns einander. Es war außerdem mein Wunsch, die Ehrung dort zu empfangen, wo ich hingehöre. Im Kreis derjenigen Menschen, die mich über Jahre hinweg begleitet haben. Mein besonderer Dank gilt hier auch dem früheren Landrat Dr. Reinhard Kubert und Verwaltungsdirektor Thomas Vornebeck, die den Antrag auf Ehrung, auf Verleihung gestellt haben. Herrn Landrat van der Horst und dem EWF, hier ganz besonders Frau Barth und Herrn Kiewig, danke ich, dass wir heute in diesen mir so vertrauten Räumlichkeiten zu Gast sein dürfen. In den Dank anschließen möchte ich ausdrücklich auch Anja Mertens und Nadine Misbilich, Tanja Krummel und Claudia Schmidtmann für die Organisation der Feierstunde und die tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung. Dürft ruhig mal klatschen.